Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, ich hab's richtig hingekriegt, ja. Die Begrüßung muss ich ja jetzt abändern, nachdem wir im Throne of Baal Addon sind, mitten in einem Kriegsgebiet, nämlich in Zaradusch. Und da ist die wachende Festung. Gut. Wir sind Keine erstmal große Herausforderung. etwas sicher. Extra starker Ja. Heiltrank. Wenn man diesen Heiltrank zu sich nimmt, erhält man 40 Trefferpunkte zurück. Die Wirkungsdauer tritt augenblicklich ein. Der Trank wird dabei verbraucht. Wie nett. Fragt Ja, nur. ich mache mir mal die Mühe hochzuheilen. Yahira und Ich Harry sind ja doch recht angeschlagen. warte auf euren Befehl. Schwerter statt Schwerter. Ich warte. Ja, die Einsprengselfähigkeit, damit können wir, glaube ich, in unser Reich zurückreisen. Ich bin bereit. Wer ist eigentlich noch verletzt? Kelder? Talisa nicht. Ja, hier ist noch ein bisschen angeschlagen. Ja, für irgendwas müssen kleine Halszauber ja gut sein. Oh, wir sind alle. Sprecht frei heraus. Du hast noch einen. Vita Mormus Aria. Gut. Ja, immer diese Heilaktion. Fragt nur. Nun Aber das war auch so eine Besonderheit an Baldur's Gate 2 und 1 auch. Wobei es in 1 noch schlimmer war, weil man sich nach dem Rasten immer heilen musste oder zu dem Priester konsultieren. Was immer ihr wünscht. Ja, bestehen wir bei niemanden. Irgendwas nicht in Ordnung? Seht ihr nicht, dass ich mit der Bewahrung des Gefängnisses voll auf beschäftigt bin? Ich habe keine Zeit für eure Gekreine. Hauptmann Sabbat hat gemeint, ich dürfte mit dem Gefangenen Matteo sprechen. Ich würde gerne ein paar Fragen über Melisande stellen. Wisst ihr eine Möglichkeit, wie ich in die Burg gelangen kann? Ich möchte mit Grom hier sprechen. Ich werde da wohl besser gehen. Gehen wir mal von unten nach oben durch. Wir verwechseln mich wohl mit dem Tourismusbüro für Zaradusch. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Fragen zu beantworten. Ich bewache nur das Gefängnis. Geht einfach weiter. Wir haben kein Problem miteinander. Ja? Am besten, du nimmst die Beine in die Hand. Dann kommst du vielleicht noch lebend Ich nach würde euch Hause. Gerne ein paar Fragen über Melisande stellen. Also, du bist nicht gerade freundlich. Ja. Am besten, du nimmst Ja, die Beine Hauptmann in die Sammann. Hand. Dann kommst du vielleicht noch lebend Hauptmann nach Hause. Sammann. Ja, gut, für dich. Hauptmann Sammann, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ich werde die Tür für euch aufschließen. Ihr könnt kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ja. Matteo, wer seid ihr? Seid ihr hier, um mich noch weiter zu quälen? Wollt ihr mich noch weiter verspotten und quälen? Mein Name ist Talisa. Ich denke, man hat euch ungerechtfertigt angeschwärzt. Ich bin Talisa und würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu sehen, wie sie euch den Kopf abschlagen, verdammter Verräter. Nehmen wir die 1. Gepriesen sei Vauken, endlich jemand, der mir glaubt. Ich kann nicht verstehen, warum sie mich fälschlich beschuldigt. Sie ist eine gute Frau. Ich bin gemeinsam mit ihrem Sohn Adric aufgewachsen. Und sie war wie eine zweite Mutter zu mir. Vielleicht haben sie und Adric sich das als eine Art Rache dafür ausgedacht, dass Grom ihrem Ehemann angetan hat. Ich dachte, es müsste eigentlich jeder erkennen können, dass sie Hauptmann Sammand anlügt. Ich habe euch nicht nach eurer Lebensgeschichte gefragt, Verräter. Ich bin gekommen, um euch leiden zu sehen. Vielleicht ist es ja dieser Händler, dieser Kisagerei, die ganze Geschichte verwickelt. Vielleicht ist ja dieser Händler verwickelt. Nehmen wir mal das. Ich weiß nicht, ob Kisa in die Sache verwickelt ist. Wenn es aber so ist, befindet sich die Gräfin vielleicht in ebenso großer Gefahr wie ich. Kisa ist äußerst verschlagen. Vielleicht ist es ihm gelungen, sie irgendwie unter Druck zu setzen.
Die Gräfin kam mir seltsam vor, als sie mit Hauptmann Samann sprach. Zuerst dachte ich, es wäre nur die Trauer über den Verlust Andrix, aber inzwischen bin ich zu der Ansicht gelangt, dass da etwas Übles dahinter stecken muss. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr sagen kann. Ihr solltet die Gräfin zu Hause aufsuchen und mit ihr sprechen. Vielleicht könnt ihr herausfinden, warum sie so gehandelt hat. Mhm. Ich warte. Braucht ihr etwas? Ja. Verrat in Zarathustra, wie weit sind wir eigentlich mit unserem Tagebuch? Die Belagerung. Erledigte Aufgaben. Haben wir gar nichts. Ja, ich habe mich mit einer gewissen Melisande Das stimmt schon eher. Oder? Ja, ich befinde mich in Zarathustra, das von der Armee von Yagashura im Kind Bals belagert wird, das hatten wir schon. Ich habe mich mit einer gewissen Melisande unterhalten, hatten wir auch schon. Das mit Gromnir Ilkhan hatten wir auch schon. Verrat in Zarathustra. Hauptmann Samann hat mich über eine Verschwörung informiert, der auch abzielte, dem Feind durch einen geheimen Eingang in der Mauer Zugang in die Stadt zu gewähren. Die Zeugenaussage von Gräfin Santele. Und Santel hat dazu geführt, dass ein junger Mann namens Matteo als Verräter überführt und zum Hauptquartier der Stadtmiliz gebracht wurde. Ursprünglich hat der Hauptmann ja einen widerwärtig wirkenden Händler namens Kisajerai in Verdacht gehabt. Er hat mir vorgeschlagen, ich sollte mich doch mit Matteo unterhalten, der im Milizhauptquartier eingesperrt ist, wenn ich der Sache auf den Grund gehen will. Matteo behauptet, unschuldig zu sein. Er kann nicht verstehen, warum die Gräfin ihn angeschwärzt hat. Vielleicht hat es ja etwas mit ihrem verschwundenen Sohn zu tun. Ich sollte wohl besser mit der Gräfin sprechen und versuchen herauszufinden, ob sie etwas zu verbergen hat. Vielleicht hat wirklich dieser Kisser die Gräfin, den Sohn entführt und stellt die Gräfin unter Druck damit. So, dann gucken wir mal. Haus der Gräfin, Kissers Haus, das Gefängnis. Ja, das ist ein extra Stück. Waukentempel, Taverne, Arcade-Archive und Gromnirs Truppenunterkünfte. Wenn es das ist, was ihr wollt. Sagen wir so, es ist eine kleine Burg. Es ist eine kleine Burg, aber. Hallo Kumpel, machst du ein freundliches Gesicht? Gromdi hat sich in dieser Burg eingesperrt und uns andere lässt er hier draußen verrecken. Das ist die Dankbarkeit der Balbrut. Ja, mit der da spreche ich sicher nicht. Was ist mit euch hier oben? Wenn ihr Elfen wirklich in unserer Stadt bleiben wollt, dann solltet ihr ein paar eurer Frauen drüber wachsen lassen. Ah. Nicht gerade freundlich. Wir sollten diese verdammten Elfen umbringen. Irgendwas nicht in Ordnung? Wollt ihr es mit uns zu tun bekommen? Denkt lieber noch einmal nach. Mit uns wollt ihr garantiert nichts zu tun haben. Lasst diese Elfen in Ruhe. Sie tun niemand etwas. Ich schlage vor, ihr verschwindet auf der Stelle, sonst helfe ich euch auf die Sprünge. Den Spaß will ich mehr ansehen. Wollt ihr diese Flüchtlinge umbringen oder was? Lasst die Elfen in Ruhe. Sieh mal einer an. Kaum hat man ein paar Elfen gefunden, tauchen auch schon die ersten Elfenbeschützer auf. Kümmert euch um euren Kram, dann passiert euch nichts. Das ist meine Angelegenheit und jetzt zieht leider, ihr werdet den Zorn eines Kind des Bals kennenlernen. In Ordnung, ich will keinen Ärger. Ihr hattet eure Chance, jetzt ist die Zeit zum Sterben. Spielen wir mal die Balkarte aus. Ein Kind Bals? Schaut mal, wir amüsieren uns hier nur ein bisschen. Wir wollen doch keine Schwierigkeiten mit euch. Wir sind ja nicht dumm. Okay, wir lassen die Spitzohren schon zufrieden. Ja, manchmal hilft es wohl, die Balkarte auszuspielen. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Danke, dass ihr uns von diesen Schlägern gerettet habt. Ich befürchte jedoch, dass es nicht die letzten Schwierigkeiten waren, die wir mit den Soldaten in dieser Stadt haben werden. Wir haben keinen Ort, an dem wir bleiben können. Wir haben keine Wahl, außer uns auf den Straßen herumzutreiben. Ich fürchte, wir werden früher oder später wieder mit Gromnirs Männern Ärger bekommen. Vielleicht kann ich ja jemanden finden, der bereit wäre, euch aufzunehmen. Wir haben kein Geld. Der Gastwirt hat uns abgewiesen, weil er befürchtet hat, dass unsere Frau die Aufmerksamkeit der Soldaten auf sich ziehen würden. Nur sonst könnten wir jemanden finden, der genug Platz für uns alle hat und so mildtätig wäre, uns Schutz zu bieten.
Hier liegt einfach mal Geld verstreut rum. Kinder. Was wollt ihr? Glaubt ihr etwa, ihr könnt mit mir umspringen, wie ihr wollt, nur weil ich ein Kind bin? Was könnt ihr mir beim Minisatz sagen? Darüber weiß ich nicht. Ich bin doch nur ein Kind. Aber ein Kind mit Namen. Wer seid ihr? Kennst du einen Weg in die Burg? Nein. Okay. Wo stehe ich hier jetzt? Einfach nur vor einem Haus, oder? Ja. Ihre Katapulte bombardieren uns seit einer Woche. Bist du ein Mann mit Namen? Nö. Du bist nur ein Mädchen. Du bist nur ein Bürgerliche. Schaut auf eure Stadt. Flüchtlinge, wo das Auge blinkt. So kommen jetzt Leute, ziehen Brandschatzen durch die Straßen. Verdammter General. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Keine große Herausforderung. Ja, das sind die Arcade-Archive. Was ist mit dir? Alexander Ralisa, ihr schaut mir nicht wie ein Einheimischer aus. Seid ihr ebenfalls ein Kind Bals? Hat man euch auch hierher gelockt? In den unwahrscheinlichen Tod wie die anderen von uns? Auch hierher gelockt? Was wollt ihr damit sagen? Ja, ich bin ein Kind Bals. Ich gehöre nicht zum Balbrot. Wirklich nicht. Nicht die Eins. Ich selbst gehöre zum Balbrot. So hat man es mir zumindest gesagt. Ich nehme an, dass das Blut Bals in den Adern mancher seiner Kinder stärker ist als bei den anderen. Kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Was kannst du mir bekommen, dir sagen? Ich habe bekommen dir noch nie sonderlich gemocht. Der Kerl ist zu labil, wenn ihr mich fragt. Ich habe in Sarados Schutz gesucht, doch als er die Macht übernahm, habe ich mich so weit von ihm entfernt, wie ich nur konnte. Aber das trifft nicht auf alle von uns zu. Ich weiß, dass er einige Balkin dazu gebracht hat, an seiner Seite zu kämpfen. Einige von denen sind auch ganz schön mächtig. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Darf ich euch ein paar Fragen über Melisand stellen? Ich habe sie erst hier in Sarados getroffen, habe aber Geschichten von ihr gehört. Man hat gesagt, sie bemüht sich, über die Sicherheit der Balbrot zu sorgen, aber wie es scheint, sind wir trotz ihrer Anstrengung zum Untergang verurteilt. Kann ich euch sonst noch behilflich sein? Wie seid ihr hierher gekommen? Ich wurde nicht wie die meisten anderen von Melisand hier geführt. Ich kam von Zembia. Mein Heimatdorf wurde von einem Drachen niedergebrannt, der mir auf den Fersen war. Meine Freunde und meine Familie drohten damit, mich dem Drachen auszuliefern, wenn ich nicht ginge. Also machte ich, dass ich wegkam und ich hörte, dass auch viele andere Barkhäder auf dem Weg hierher waren. Doch nun wünschte ich fast, ich wäre niemals gekommen. Wisst ihr, wie man ins Schloss kommt? Es gab doch ein Barkhäder hier in der Nähe, das die Fähigkeit des Teleportierens besaß. Aber ich weiß nicht, ob es in der Lage wäre, euch mitzunehmen. Ist ohnehin ein ängstliches Kerlchen und umständlich nicht gerade der Typ, den ihr sucht. Ich weiß sowieso nicht, warum ihr partout ins Schloss wollt. Der einzige Rat, den ich euch geben kann, ist der, sich so gut wie es geht von Gromnir fernzuhalten. Wenn diese Armee hier über uns hereinbricht, ist er der Erste, nachdem sie sucht. So viel ist sicher. Kann ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein? Nein, ich muss weiter. Wie es euch beliebt. Ich nehme an, dass wir ohnehin beide tot sind werden. Die Mauern werden nicht ewig standhalten. Aber zum Glück ist das ein geskriptetes Spiel, wo alles ganz nett für mich ist. Fragt nun gut. Ne, ich werde hier nicht ins Arkanisten beklauen. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Lazarus Libarus, zu eurer Dienste. Willkommen in den Arkanarchiven. Ich würde euch ja normalerweise bitten, doch ein wenig wie beim Waren zu stimmen, doch leider sind die Regale völlig leer. Ich kann euch nicht ein einziges magisches Schriftstück anbieten. Mein Zauberbuch ist gestohlen worden, oder es kann ich die mächtigen Schriftrollen, die man bei mir normalerweise kaufen kann, nicht mehr herstellen. Bitte, Talisa, ihr seid mächtig. Ich bitte euch, helft einem armen Magier. Woher weiß er, wie ich heiße? Nun geht gut, ich werde euch helfen, euer Zauberbuch zu beschaffen. Und was springt für mich dabei heraus? Für euer lächerliches kleines Problem habe ich keine Zeit. Nehmen wir dir eins. Ich danke euch, dass ihr mir helft, den Diebstahl meines Zauberbuchs aufzuklären, Talisa. Kann ich euch irgendwie bei euren Untersuchungen behilflich sein? Was könnt ihr mir über das Verbrechen sagen? Zuerst hatte ich Hektan im Verdacht. Er ist in der Stadt bekannt dafür, dass sich alle möglichen Sachen in seine Taschen verirren. Nachdem ich mich jedoch mit mehreren Zeugen unterhalten habe, ist mir klar geworden, dass Hektan in der Nacht des Diebstahls von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang im Wirtshaus gewesen ist. Ich nehme dennoch an, dass Hektan irgendwie darin verwickelt ist. Ich kann in seinem Gesicht förmlich sehen, dass er schuld ist. Leider gibt es keinen Beweis. Ohne mein Zauberbuch bin ich praktisch hilflos und kann die Angelegenheit sich selbst untersuchen.
Da ich neu in der Stadt bin, kenne ich auch niemanden, an den ich mich wenden könnte.